Peter. Ja, Günther Jan. Für ein 2er Golf brauche ich 82 einen Lichtschalter. Haben wir da. 5 Euro. Haben wir da für den Golf 1, kostet 5 Euro. So. Bitte schön. Wiederhören. Das machen wir gleich erstmal etwas Wasser rein. Die holländische Küche ist einfach, schnell, flott, wie die Holländer wirklich das können und wirklich lecker. Wer kann denn ein Duff machen mit hinten einen Rückwärtsgang, vorne ein und genauso schnell? Das können nur die Holländer. Ich schätze die Holländer. Die sind gastfreundlich, lieb. Wenn irgendeine Panne ist, sind sie sofort da. Freundliche Menschen sind das. Also gegen die Holländer kann ich nur ein Lob aussprechen. Die sind überhaupt nicht stur. Was man bei uns manchmal leider mit den Deutschen sind klein wenig stur manche. Da gebe ich selbst zu. Aber nicht alle, gell? Nicht alle. Wenn ich jetzt auf Hitze habe, sofort rühren. Das Allerwichtigste ist, dass keine Klümpchen entstehen. Und nicht sparen an den Soßenwürfeln, weil sie nach Wasser schmecken. Pilze sind sehr, sehr lecker. Die müssen nur richtig frisch sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind keine Klümpchen. Man sieht es hier, wenn die Pilze hochgehen, dann würden alles hunderte Klümpchen da sein. Das lasse ich erst richtig aufkochen. Jetzt tue ich die Gehacktes rein, ein paar. Ich habe etwas Silberpapier unten drunter, dass der Fett nicht sich so verteilt. Dass er bei der Gehacktes bleibt. Und auch beim Saubermachen ist es besser nachher. Die Soße sieht auch gut aus. Die Schippe hier, was ich hier nehme, was für eine Pfanne richtig ist, ist für unten, wenn was wirklich mal anbrennt, das nicht anbrennen kann. Dann kann ich damit locker reiben, dann passiert das nämlich nicht. Man hört ja das die Kratzgeräusche, dass nichts auf dem Boden ist. Und so ist es ja keine Kratzgeräusche, dann geht es wie bei Leder einfach rüber, das hört man. Und fühlt man. So, jetzt ist fertig. Sieht ja schon gut aus. Fantastisch. Ein paar Fritten, nicht zu viel, eine Frikadelle und Pilze. So, das ist immer auch nicht. Guten Appetit, wa? Dankeschön. Ich habe mir nur eine Kleinigkeit geholt. Wie in Holland, gell? Genau. Der ist ja auch so besondere Soße. Was habt ihr überhaupt draußen gemacht? Wir haben uns was überlegt. Ein Wettbewerb. Sag mal. Uwe fährt rückwärts mit dem Duff. Weil der läuft ja genauso schnell vorwärts wie rückwärts. Ja. Und ich trete auch ein Auto, was das eingestellt worden ist, die Trabi, trete ich gegen an. Mm. Also beide gegeneinander. Aber jetzt gibt es noch eine Wette. Auf 50 oder 100 Meter mit meinem Mountainbike gegen Uwe den Duff rückwärts. Wer ist flotter? Du sowieso. Ich bringe mein Fahrrad auf Hochform, da wirst du dir gleich wundern. Ja. Natürlich müssen wir noch eine Wette eingehen, was der Verlierer macht. Der Verlierer trägt mir den ganzen Platz rüber. Nee, wir wollen ja nicht verrecken. Wenn ich verliere, entweder mache ich vielleicht den Ententanz oder ich gehe die komplette eine Runde um den Flughafen rückwärts, einmal im Kreis. Das kannst du machen. Was ich mache? Kein Blödsinn. Ich suche mal das netteste Mädchen, Platz ab und knutsche so richtig. Da ist doch noch richtig. Nein, es muss eine Bestrafung sein. Der Uwe macht den Dackeltanz oder den Ententanz, ja. Da mache ich einen Ententanz. Mit ein schönes, nettes junges Mädchen bist du besorgen. Ich gehe jetzt raus, ich tue mein Fahrrad richtig auf Vordermann bringen. Es soll ja topfit sein. Ich muss ja gegen den Duff antreten, Luft auffüllen und so weiter. Ja. Kette ölen, alles so weiter. Die muss ja, das Ding wird abgehen wie ein Rennwagen. Du wirst im Winde stehen. Bis nach Feierabend. Bis der Hello aller sagt, mach mal. Weißt du, warte. Ich lasse mir auch noch was einfallen, war.